Hallo? Können Sie mich hören? The number you have dialed is not in service. Hallo? 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 Spreche ich mit Hans Maulwurf? Ja, hier ist Maulwurf. Grüße Sie, Herr Maulwurf. Christian Klein ist mein Name. Ja? Ich rufe Sie von der Firma Geneva Kapitalgruppe an. Ja? Sehr schön. Sie wissen, es geht um Interesse, gerade mit Bitcoins online zu handeln. Deswegen ist der Anruf auch, Herr Maulwurf. Das ist ziemlich laut bei Ihnen. Was da für eine Party? Es ist überhaupt nicht laut, Herr Maulwurf. Ich höre da ganz laut Musik bei Ihnen. Ich höre die Musik kaum. Ich weiß nicht, wie Sie sehr laut die Musik hören, aber okay, ich werde das für Sie verbessern. Ist es jetzt besser, Herr Maulwurf? Ja, das ist besser. Okay, sehr schön. Vielen so, Dank. Herr Maul- ist nicht ganz so mein Problem. Musikgeschmack. Ich höre lieber Marsmusik. Ach so, ja. Okay, sehr schön. Haben wir das nicht hier dabei, ansonsten würde ich das spielen für Sie. Ja, das ist sehr freundlich. Da bin ich selber, sage ich mal, bestens ausgestattet. Nee, Herr Maulwurf, als Kundenberater in der Firma, ich wollte Ihnen eigentlich erklären, wie funktioniert das bei uns. Und was passiert, wenn Sie Geld auf Ihr Handelskonto aufladen und wie das Ganze abläuft. Okay? Ja. Okay, sehr schön. Das heißt, Herr Maulwurf, darf ich... Sind Sie von der Seite, wo ich mich so gerade angemeldet habe? Genau, also das ging ich ja, rufe das, jetzt war, das sind ja 5 Minuten nicht mal gewesen. Sie sind ja ganz schön schnell, junger Mann. Das, ja, das es geht ich um ja Geld. Ein großes Kompliment geben. Dankeschön. Es geht um Geld und Handeln, Herr Maulwurf. Und natürlich deswegen sind wir obligiert, unsere Kunden anzurufen ja. und zu erklären, was passiert mit ihrem Geld, wenn sie Geld auf das Konto aufladen. Natürlich. Herr Maulwurf, Sie haben sich bei der Werbung Bitcoins Era gemeldet, ja? Ja. Ja, genau. Und deswegen sind Sie zu uns weitergeleitet. Geneva Kapitalgruppe heißt unsere Seite. Und wir sind eigentlich die Plattform, die mit dem deutschen Kunden arbeiten darf. Deswegen, falls Sie sich dafür entschieden haben, nach dem Gespräch mit mir, werden Sie bei Geneva Kapitalgruppe handeln. Okay? Das ist die Plattform, wo Sie handeln können. Ja, das okay, ist gut. Sehr schön. Ich finde es ja gut, dass es sowas heutzutage gibt. Ne? Das sind ja keine einfachen Zeiten im Moment, nicht wahr? Genau, genau, das stimmt. Wo befinden Sie sich eigentlich in Deutschland? Ha, wie bitte? In welchem Gebiet wohnen Sie in Deutschland? Na, ich wohne in Berlin. In Berlin? Ah, sehr schön. Und wie ist das da? Wie ist da die Situation mit dem Virus momentan? Das ist schrecklich. Also ich sag mal, ich habe jetzt, meine Frau ist letztes Jahr verstorben, ich habe einen großen Raum frei. Da habe ich jetzt im Prinzip alles, sag ich mal, gebunkert, was man so brauchen kann. Habe mir vorgenommen, ja. dass ich nicht mehr aus dem Haus gehe erstmal. Und deswegen bin ich mich jetzt ja am Informieren, wie man das im Internet alles machen kann. Ja, genau, genau. Und wissen Sie, jetzt mit der Situation mit dieser Coronavirus, eigentlich viele große Unternehmen haben kein Vertrauen mehr in den Banken. Deswegen, es wird heutzutage viel in Kryptowährungen investiert. Ja, und ja. zwar in Bitcoin. Ja. Und es gilt eigentlich momentan zu handeln. Deswegen, ich werde Ihnen erstmal erklären, wie das bei uns funktioniert. Ja, was für einen Betrag können Sie aufladen und wie das Ganze danach abläuft. Erstmal, Herr Maulwurf, darf ich bitte wissen, haben Sie irgendwelche Erfahrung am Finanzmarkt? Haben Sie schon gehandelt? Nee, ich bin mal versehentlich, ich bin das gar nicht gewesen. Ich sah nur so aus wie der. Da ist bei uns mal in Berlin, das ist schon lange her, da ist mal ein Banküberfall gewesen. Und die haben gedacht, dass ich das gewesen wäre, aber ich war unschuldig. Okay, sehr schön. Nee, das war überhaupt nicht schön. Ich war einen Monat in Untersuchungshaft. Nee, ich meine sehr schön, dass alles gut geendet hat, ja? Ja, natürlich. Was meinen Sie? Ich habe die Stadt so richtig verklagt.
Ja, das sollen Sie machen, wenn Sie keine Schuld haben, natürlich. Natürlich, das war eine schreckliche Erfahrung, da mit diesen ganzen Kriminellen eingesperrt zu sein. Und ich habe ja so eine Tierhandlung gehabt mit Meerschweinchen. Die mussten dann alle weggegeben werden, weil ich war ja nicht da. Und die haben ja, das ist ja quasi so ein ausgeprägtes Rudelverhalten. Im Prinzip wie bei Ottern oder Wölfen kann man sich das vorstellen. Und die haben dann halt versucht, mit diversen Grabetätigkeiten mich halt auch frei zu bekommen. Das hat da in Berlin, sag ich mal, schon für Probleme gesorgt. Und dann haben die weggebracht. Okay. Ja. Und Herr Malvo, wie alt sind Sie eigentlich genau, darf ich wissen? Ha, ich bin 81 Jahre jung. 18 Jahre, sehr schön. Ja. Und Sie? Sie sind momentan. Ich bin 34 Jahre alt, Herr Malvo. Ich hätte Sie viel jünger gesetzt, da haben Sie sich gut gehalten. Ja, danke schön, Herr Malvo. Sind Sie auch in Berlin, sagen Sie mal? Nee, wir sind in Schweiz, wir sind ein schweizerisches Unternehmen, das in Zürich liegt. In der Aber Schweiz. Ich habe. Genau, ich habe eine gewisse Zeit. Ist bei Ihnen nicht auch schon der Ausnahmezustand ausgerufen worden? Nee, noch nicht. So schlimm ist das hier in der Situation nicht eigentlich. Ich hab Sie nachgefragt, wo Sie momentan in Deutschland sich befinden, weil ich selber in Deutschland einige Jahre gewesen bin. Ach so. Da habe ich studiert. Oh, was haben Sie denn studiert? Etwas ganz anderes, nichts mit Finanzmarkt zu tun. Ich habe Architektur abgeschlossen. Oha. Ja, leider, nicht leider eigentlich, aber ich habe mich anders entschieden. Jetzt bin ich am Finanzmarkt tätig. Bin eigentlich sehr zufrieden. Ja, ist wahrscheinlich körperlich nicht ganz so hart, wie ein Haus zu bauen, wenn man mit Währungen hantiert. Genau, das stimmt auch. Also ich bin ja dann auch irgendwann umgestiegen, weil, sag ich mal, ich habe ja im Prinzip so an die 300 Meerschweinchen Vollzeit betreut und die sind halt auch einfach, ich habe die immer gut gefüttert, das ist halt auch einfach, irgendwann, die müssen ja immer umgesetzt werden, so dass so die physikalische Raumrotation und es geht halt auf den Rücken mit der Zeit, weil die sind ja nicht gerade handlich, die Tiere, wenn die gut im Futter sind. Und dann bin ich im Prinzip Jäger geworden. Ach so, sehr interessant. Ja, das ist eine gute Wendung. Die Erfahrung habe ich von damals noch gehabt. Da bin ich ja, sag ich mal, im 1. Scharfschützenbataillon der Berliner Volkssturm gewesen. Und momentan, wie sieht das aus, Herr Malwurf? Sind Sie momentan beruflich tätig oder... Sie genießen einfach Ihre Freizeit. Also momentan ist, sag ich mal, hauptberuflich halt hier dafür zu sorgen, dass die Leute in den Wohnungen bleiben, weil damit die halt nicht krank werden, nicht wahr? Ja, ganz wichtig eigentlich. Ich habe halt, weil ich ja schon älter bin, ich habe die Wohnung im Erdgeschoss und ich habe halt im Prinzip mir da einen Stuhl hingesetzt von Garten. Ich habe jetzt gerade Mittag gegessen, darum bin ich nicht unten. Und dann dürfen die Leute halt nur rein und raus, wenn die halt nachweisen können, dass sie zum Arzt oder zur Arbeit müssen. Weil ansonsten gibt es ja gar keine Veranlassung, dass sie noch vor die Türe gehen. Genau. Es ist sehr gefährlich momentan für Leute, die ein bisschen älter sind. Sie können nicht so gut mit dem Virus umgehen. Ja, das ist einfach so. Die interessiert das ja gar nicht. Es ist eine Unglaublichkeit, ist das. Ja, also die meisten Menschen nehmen das nicht ernst, habe ich das Gefühl. Nein, aber das kennen Sie ja wahrscheinlich nicht, ernst genommen zu werden. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, wie die das machen. So, Herr Maulwurf, eigentlich, ich wollte Ihnen gerade erklären, wie das bei uns funktioniert. Wie bitte? Jetzt brauchen Empfänger, Herr Malwurf, ein kleines Startkapital natürlich auf dem Konto aufzuladen, damit Ihr Handelskonto aktiv wird. Was mit den Katzen? Und mit den Katzen? Sie haben nur gerade was mit Katze gesagt. Ich habe das nicht ganz verstanden. Nee, haben Sie falsch verstanden vielleicht. Habe ich nicht so. Mit Katzen gesagt. Ach, ja. Ich mag keine Katzen. Sie mögen keine Katzen. Nein, die können ja, die laufen ja auch überall rum. Die könnten das Virus ja auch übertragen. Das stimmt auch. Und Herr Malwurf, ein Startkapital im Rahmen von 250 bis 1.000 Euro.
können Sie aufladen erstmal auf dem Konto und die Summe bleibt erstmal als Guthaben da. Also wird es wird erstmal nicht damit gehandelt. Ja, warum okay? nicht? Das ist doch der Sinn der Sache. Ich genau, muss ich die Sachen ranbekommen. Ich habe halt auch nicht unbegrenzt Platz in der Wohnung. Genau. Wir werden einen Termin für Sie mit einem Handelsexperte von unserer Handelsabteilung ausmachen. Ach so. Natürlich, wir werden eine günstige Zeit für Sie auswählen. Und es geht darum, dass erstmal die Summe bleibt als Guthaben auf dem Konto. Nach dem Gespräch mit dem Experte, wenn Sie schon die notwendige Information von ihm bekommen haben, wie Sie mit der Plattform am besten umgehen können und wie Sie mit dem aufgeladenen Guthaben auch handeln können, damit Sie auch bessere Profite am Finanzmarkt erwirtschaften. Ja, ja. Danach werden Sie in der Lage sein, natürlich mit diesem Guthaben zu handeln. Okay? Das ist gut, weil, sag ich mal, ich habe jetzt heute mal grob überschlagen. Also, sag ich mal, so spätestens in 2 Wochen würde ich das brauchen. Okay, prima, also das wäre kein Problem. Es geht nur darum, dass Sie momentan Ihr Handelskonto aktivieren. Den Termin mit dem Experte, wir können auch das, den Termin in 2 Wochen ausmachen, das wäre überhaupt kein Thema. Nein, am liebsten ja heute noch. Also sag ich mal, 2 Wochen wäre, sag ich mal, so der spätestmögliche Zeitpunkt, weil man muss ja auch noch die Lieferwege und eventuelle Einschränkungen im Verkehrswesen beachten. Und ich muss ja vorher auch noch die ganzen Schmiergelder verteilen, damit es dann auch alles bei mir ankommt. Ja, selbstverständlich. Gar ja, kein ja, Problem. Also muss ja Herr alles Malwurf. Organisiert werden. Natürlich. Und Herr Malwurf, darf ich bitte wissen, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, mit wie viel würden Sie anfangen? Na, sag ich mal, weil man ja nicht weiß, dass das Geld ja wahrscheinlich rapide an Wert verlieren wird. Ich habe schon einiges zur Seite gelegt. Ich habe noch ein bisschen Gold und ich habe noch ein paar Edelsteine. Die würde ich zum Tauschen erstmal behalten, aber das Bargeld, das würde ich schon einsetzen wollen. Da kann ich mir ja sonst nur noch die Bude tapezieren mit. Okay, dann würden Sie dann gerne, wenn das für Sie machbar ist, natürlich mit dem Maximalbetrag von 1000 Euro anfangen. Ja, mehr geht nicht. Mehr geht leider nicht. Also Sie können später mehr aufladen natürlich, es wäre überhaupt kein Thema, aber erstmal als Anfänger, der Maximalbetrag von 1000 Euro ist ganz gut für Sie. Sie werden selber sehen, was für Profite werden Sie in den nächsten Tagen damit erwirtschaften. Und wenn Sie natürlich zufrieden damit sind, Sie können jederzeit Auszahlungen tätigen. Ihr Handelskonto ist flüssig, Herr Malwurf. Das okay? ist gut. Wie komme ich da denn im Zweifelsfall, denn wie wird das denn dann ausbezahlt? Oder bleibt das da dieses virtuelle Krypting da? Nee, das ist genauso wie das Geld, das Sie auf ein Bankkonto haben. Also ja, ja. Das Geld bleibt da, es gibt die Option Auszahlung und es läuft folgendermaßen. Bei jeder Auszahlung, Sie wählen selbst ein Bankkonto aus, wo das Geld ausgezahlt wird. Normalerweise, die Transaktion dauert 5 bis 7 Werktagen maximal. Es hängt natürlich von der Bank ab. Das ist ja klar, sag ich mal, wenn da die Mitarbeiter auch alle krank werden, dann wird das schon ein bisschen länger dauern. Ja, das stimmt auch. Eigentlich das, was wir hier machen, Herr Malwurf, wir streben uns nach langfristigen Beziehungen mit unseren Kunden. Es geht nicht um eine einmalige... Das hat meine Frau auch immer gesagt, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und da hat es tatsächlich 60 Jahre gehalten. Sehr, sehr gut, Herr Malwurf. Ja, das ist großartig, weil ich werde jetzt bestimmt nicht nochmal 60 Jahre leben, aber ich würde mir schon gerne noch, sag ich mal, das Ende von dieser Krise halt erleben, dass ich halt sagen kann, das ist so die letzte Schlacht des Malwurfs gewesen. Auf jeden Fall, darauf vorbereiten. Kann ich das, ich habe auch ein Schweizer Konto, kann man das da drauf bringen? Wir haben Bankkontos hier bei uns. Wir arbeiten mit der Bänke weltweit. Also wir werden für diesen Betrag natürlich ein passendes Bankkonto auswählen. Das Geld werden Sie sofort auf Ihr Handelskonto sehen als Guthaben. Sie kriegen auch danach Bestätigungs-E-Mail von unserer Supportabteilung mit Ihrer Daten und mit dem Betrag und die Daten von dem Konto. Dass Sie Ihr Handelskonto unter dem Namen und E-Mail-Adresse von Hans Malwurf 1945, @gmail.com registriert haben. Und natürlich schwarz auf weiß werden Sie alles kriegen.
Das ist nach der Aufladung. Aber jetzt ist ja die Frage, wenn ich dann, sag ich mal, sackenstark reich geworden bin, kann ich das Geld dann auf ein Schweizer Konto auszahlen? Weil die klauen mir das hier ja gleich wieder. Ne, können Sie machen, natürlich. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist gut. Also die können ja, ich bin ja besser im Bescheißen als die Merkel. Lass mich doch nicht verarschen von denen. Haben Sie Kinder, Herr Maulwurf, eigentlich? Ja, natürlich. Ah, sehr schön. Wie viel haben Sie? Nicht Kinder oder auch die Enkel? Kinder meine ich nur. Also eigene Kinder habe ich 3. Sehr gut. Was machen Sie? Also die sind schon alt genug, also Sie sind selbstständig wahrscheinlich. Sind alle in Berlin? Nein, sag ich mal, mein Sohn, der ist ja quasi Anwalt geworden. Der ist in Amerika drüben. Der ist ja im Prinzip bei, ich krieg das Englisch nicht ausgesprochen, bei der Steuerbehörde da drüben. Der hat da sehr seine schön. Frau. Und meine Tochter ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die ist in Herne. Und zwar gibt es da, sag ich mal, den Ortsbereich professionelles Gangstalking. Die betreuen quasi Leute, die alleine nicht mehr einkaufen gehen können und sowas, ne? Ach so. Ja, und die andere ist Hausfrau und Mutter mit Stolz. Sehr gut, sehr schön. Sie haben sich gut für Ihre Kinder gekümmert, alle sind professionell tätig momentan, sehr schön. Das ist total, gerade im Bereich des Gangstalking bin ich halt sehr stolz, muss ich sagen. Ja. Sie sollen auch sehr stolz sein, das ist prima. Natürlich, das muss man auch sein, wenn man das, sag ich mal, geleistet hat. Also diese Setups da zu erstellen, ist ja nicht immer einfach. Das erfordert schon viel Professionalität und Vorbereitung, dass man das alles so minutiös genau vorstellen kann eben. Nicht wahr? Ja, weil der Käseberg, der merkt das ja ab und zu mal, aber in den meisten Fällen klappt die Vorstellung halt wunderbar. Ja, das stimmt, Herr Maulwurf. Herr Maulwurf, eine Frage noch für die Aufladung. Wir haben die Möglichkeit, am schnellsten und am sichersten das zu machen mit einer Kreditkarte, eine Visa oder eine Mastercard. Haben Sie vielleicht eine von den beiden, Herr Maulwurf? Ich habe eine American Express, weil ich ja öfter mal mit meinem Sohn da Geschäfte mache. Der ist jetzt ja quasi in den Meerschweinchen-Export eingestiegen von da drüben aus. Okay. Leider können wir diese Karte nicht verwenden. Haben Sie vielleicht eine andere von Sparkasse oder von einer deutschen Bank? Ich habe mal mit meiner Frau, wir sind ja so im Prepper-Club, wir haben uns ja gut vorbereitet. Wir haben, so eine Prepaid-Kreditkarte uns mal geholt. Da ist einiges an Geld drauf. Das ist eine Mastercard, eine goldene. Ja, sehr schön. Also die Karte können wir verwenden eigentlich, Herr Maulwurf. Also die ist von 4D Marketing, falls Ihnen das was sagt. Ja, okay. Und sind Sie einverstanden, dass wir die Karte nutzen für die Aufladung? Ja, wenn das mit der American Express nicht geht, ich meine, das wäre gut. Da würde es noch ein paar Hühnerpunkte für geben. Und für 17 Hühnerpunkte gibt es dann immer einen Hahnpunkt. Aber wenn das diesmal nicht geht, dann ist das halt so. Es geht leider nicht, Herr Maulwurf. Ja, dann ist das mit so. American. Aber was soll man machen? Ich kann das ja auch verstehen, weil American Express nimmt, glaube ich, ganz schön Geld von den Transaktionen. Da ist Mastercard ein bisschen günstiger. Oder nicht? Herr Maulwurf, was bevorzugen Sie eigentlich? Es gibt noch eine Alternative für die Aufladung. Sie können mit der Prepaid-Karte versuchen. Oder Sie können eine ganz normale Überweisung tätigen. Wenn Sie Online-Banking haben zum Beispiel, Sie können mit dem Online-Banking eine Überweisung machen. Lassen Sie mich bitte nur wissen, welche Option ist Ihnen lieber? Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Gibt es da denn Vorteile irgendwie, dass Sie da so Bonuspunkte bei sich haben, wenn man mit der und der Karte bezahlt? Eigentlich nicht. Vorteil von der Kreditkarte ist, dass wir werden sofort das Geld auf Ihr Handelskonto sehen. Ja. Und wir werden jetzt gleich auch nach der Aktivierung, nachdem das Geld auf Ihr Handelskonto steht, werden wir den Termin mit dem Experte ausmachen. Ach so. Genau. Und Sie werden so einen Platz gesichert haben auf der Plattform. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich da jetzt 1.000 Euro einbezahle?
kann ich dann, sage ich, auch das in Dollar umwandeln, wenn der Kurs günstig steht? Was meinen Sie genau? Also meinen Sie, dass das Geld steht als Euro auf dem Handelskonto? Sie können auch zum Beispiel das Geld, wenn das Geld ausgezahlt wird, das wird auch in Euro ausgezahlt. Ja, Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie zum ja. Beispiel mit einem Wertaustausch machen wollen, dann sagen wir mal Euro gegen US-Dollar, Sie können das machen, ja, Ja, natürlich. das ist sehr gut, weil ich habe halt, ich will mich ja da gerne ein bisschen vorbereiten. Also ich hätte schon gerne, sag ich mal, so eine gewisse Devisenrücklage von russischen Rubeln, indischen Rupi und, sag ich mal, den Dollar eben. Weil das sind ja, sag ich mal, so mit dem kasachischen Schekel so sozusagen die wertvollste Währung, die man haben kann. Nicht Ja, wahr? und genau solche Handelsstrategien, womit sollen Sie handeln und womit werden Sie die besten Profiten momentan erreichen, Ja. werden Sie mit dem Handelsexperte besprechen. Unsere Handelsexperten sind mit jahrelanger Erfahrung in diesem Bereich und sie werden sich darum kümmern, dass Sie erfolgreich am Finanzmarkt sind. Das ist Und gut. eigentlich nach der Aktivierung des Kontos, Sie werden in Kontakt mit dem Handelsexperte bleiben Ja. und immer wenn Sie Unterstützung brauchen, sagen wir mal bei technischen Sachen auf der Plattform oder Unterstützung beim Handeln, Sie können sich zu Handelsexperte wenden und er kümmert sich natürlich auch um Ihr Guthaben auf das Konto und dass Sie die richtigen Investitionen am Finanzmarkt machen. Ja, das ist gut, weil ich habe das ja im Prinzip bei den ganzen hier Rewe, Edeka, Netto. Bin da ja überall vorstellig geworden, halt im Ganzkörperschutzanzug, aber die wollen mich halt alle nicht beliefern, nicht wahr? Ist mir einfach zu Ach so. gefährlich. Und da bin ich jetzt ja froh, dass man das bei Ihnen machen kann. Ja, Sie können das bei uns machen. Haben Sie die Prepaid-Karte dabei, Herr Malwurf? Nee, ich sag, die müsste ich raus. Die ist im Tresor drin. Das ist sie am Ach so. sichersten. Da habe ich unter. Okay. Da, das gab damals Riesenärger mit dem Vermieter. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Weil ich wohne ja im Erdgeschoss. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und dann habe ich gesagt: Ja, die Leute, die haben den Tresor immer alle in der Wand oder hinter einem Bild oder im Kleiderschrank. Und meine Frau und ich, wir haben dann mal ein Wochenende uns Zeit genommen und haben den quasi unterm Küchentisch in den Boden eingelassen. Das Problem war nur, wir haben, sag ich mal, keinen aktuellen, richtigen Plan vom Gebäude gehabt. Und dann sind wir unten im Keller rausgekommen, weil der Tresor halt auch ein bisschen größer ist. Da haben wir riesen Ärger gekriegt. Das war. Aber wir haben den Keller dann getauscht mit dem anderen, weil der war da natürlich auch nicht so glücklich. Und jetzt haben wir quasi, wir müssen gar nicht ins Treppenhaus, um in den Keller zu gehen. Wir können einfach im Wohnzimmer nach unten. Ja, genau. Sie brauchen nur eine Wendeltreppe da und Sie können Ja. ganz schön jederzeit ins Keller gehen, Ja, ja. als ich noch ein bisschen jünger war, hatte ich so eine Stange von der Feuerwehr. Aber das schaffe ich heute nicht. Da macht der Rücken nicht mehr mit. Jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch klären, was sie denn für Güter alle liefern können. Also ich habe da im Prinzip eine Liste vorbereitet, dass wir uns da einmal absprechen. Okay, darf ich nur wissen, Herr Maulwurf, wann werden Sie die Karte dabei haben, damit wir auch die Aufladung tätigen? Ja, das ist kein Problem. Ich habe jetzt am der Tresor, der hat so eine Zeitschaltung. Ich muss jetzt quasi, ich habe die, sag ich mal, den Code eingegeben und jetzt muss ich den in 10 Minuten nochmal eingeben. Das ist so ein Sicherheitsding und dann geht der auf. Aha, okay, sehr schön. Darf ich Sie bitten, Herr Maulwurf, können wir jetzt momentan auflegen, ganz kurz, und ich werde Sie nochmal in 10 Minuten oder Viertelstunde anrufen, damit wir das zusammen machen. Wäre das okay für Sie? Ja, nee, wir müssen jetzt ja noch die Formalitäten besprechen. Also ich habe ja aufgrund der Situation, da sage ich mal, schon bestimmte Bedürfnisse, was das Warenangebot angeht. Und da müssen wir ja gucken, dass wir das hinbekommen. Also im Prinzip, ich bin ja, sag ich mal, hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, und zwar, sag ich mal, beten wir, sag ich mal, das FSM an und da gibt es ja, sag ich mal, spezielle Ernährungsrituale. Und zwar bräuchten wir Zwergdeckelschnecken. Da ist die Frage, ob Sie die liefern können. Ob wir das liefern können? Ja.
Nein, wir beschäftigen uns nicht damit. Ah, da, ja gut, da muss ich mich da weiter an den koscheren Spezialitätenhändler wenden. Aber so die ganz normalen Sachen sind dann kein Problem, nicht wahr? Nee, wir handeln hier am Finanzmarkt mit Kryptowährungen, Forex, also solche, sowas können wir leider nicht machen. Tut mir leid, Herr Maulwurf. Ja, das ist ja jetzt auch was ganz Spezielles, sag ich mal, das kann ich auch woanders besorgen. Das wäre jetzt nur schön gewesen. Sag ich mal, wenn man das dann über das Investment halt abdecken kann, weil die werden ja teurer werden im Prinzip. Mhm. Ja, leider machen wir das nicht. Ja, das ist ja kein Problem. Haben Sie denn was zu schreiben da? Ja, habe ich. Ja, soll ich Ihnen das dann einfach mal durchgeben? Also ich bin jetzt heute nochmal los gewesen, zwangsweise. Aber dass wir da in Zukunft auf einer Wellenlinie fahren, das ist, sag ich mal, immer gleich, da ändere ich auch nichts dran, aber dass Sie sich dann da halt drum kümmern. Ja, und dafür also, bitte, was wollen Sie mir vorlesen? Ja, also im Prinzip, sag ich mal, die Bestellung sozusagen. Also ich bräuchte jetzt beginnend ab Montag, das ist, also ich mache dann Dienstag 15.30 Uhr die Tür auf, dann weiß ich, dass Sie das sind, bräuchte ich 2,5 Kilogramm Kartoffeln. Nee, Herr Maulwurf, eine Sekunde. Ja, das müssen mehlig kochende sein. Drei rote Paprika. Eine Sekunde, Herr Maulwurf. Zwei Stangen. Einen Moment, bitte. Ja, ich lese langsamer. Drei rote Paprika. Herr Maulwurf. Zwei Stauden Sellerie. Drei Packungen Aufback-Croissant, aber nur die von Edeka. Ja, Maulwurf, Sie brauchen das nicht zu lesen. Soll ich ein Foto schicken? Ja, können Sie ein Foto schicken, aber Herr Maulwurf, wir können Ihnen solche Sachen nicht liefern. Ja, warum nicht? Das habe ich Sie doch am Anfang gefragt. Also wir beschäftigen... Ich habe Ihnen gesagt, also wir liefern solche Sachen nicht. Also wir beschäftigen uns nicht damit. Ich verstehe nicht, vielleicht... haben Sie eine andere Vorstellung, was wir hier machen? Ja, sagen Sie mir bitte. Also ich habe hier bei der SPD angerufen. Sagen Sie mir bitte, sich gemeldet und bei der Linkspartei und die haben halt gesagt, die gehen nicht für mich einkaufen. Ich soll mich in die Nachbarschaftshilfe wenden und die haben gesagt, das kann man im Internet machen. Und deswegen bin ich doch jetzt bei Ihnen, oder nicht? Nee, verstehe ich, aber Sie sind bei Bitcoins Ära gemeldet. Ja, das sage ich doch. Bitcoins Ära, es geht um Handeln und Währungen wie zum Beispiel Bitcoins. Ja, aber ich muss ja wenigstens Klopapier bei Ihnen kriegen. Das ist ja überall ausverkauft. Herr Maulwurf, sind Sie momentan ernst? Also meinen Sie das ernst momentan? Ja, ich kann ja nicht mehr nach draußen. Das ist viel zu gefährlich und die haben alle gesagt, ich soll im Internet bestellen. Ja, also suchen Sie nach solchen Unternehmen, die Ernährungsmittel und sowas auch, was Sie jetzt gesagt haben, gerade Ihnen liefern können. Aber eigentlich hier, wir beschäftigen uns mit Handeln am Finanzmarkt. Tut mir leid, wir können das für Sie nicht machen. Ja, aber ich habe Sie doch am Anfang gefragt. Da haben Sie doch gesagt, das machen Sie. Was haben Sie mich gefragt? Sie haben mich nicht gefragt, ob wir Kartoffeln Ihnen liefern können oder Toilettenpapier. Nee, das sag ich mal, die detaillierte Bestellung, die kommt dann ja am Ende. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, dass man nicht mehr nach draußen gehen kann und dass die Läden nichts mehr haben. Was soll ich denn machen als alter Sack? Dann richtig. Sie finden bestimmt im Internet eine Firma, die Ihnen Ernährungsmittel liefern kann. Aber die wollen ja auch keinen Euro mehr haben, deswegen habe ich gedacht, nehmen wir den BitConnect. Ja, also Sie können solche Firmen finden, die zum Beispiel mit Kryptowährungen arbeiten und dann Sie können natürlich mit Kryptowährungen vielleicht bezahlen. Ja, es geht darum, dass Sie bei uns mit Kryptowährungen handeln erstmal. Also damit beschäftigen wir uns. Ja, ja. Wenn das ein Missverständnis ist, dann habe ich vielleicht nicht richtig verstanden am Anfang des Gesprächs. Mein Fehler. Ja, aber ich will jetzt ja im Prinzip... Was wir hier ist handeln... Ja, hallo? Ja, ich höre Sie. Ich will ja jetzt im Prinzip auch nicht Ihnen diese Arbeit aufdrücken. Sie sollen das ja dem Handelsvertreter weitergeben, dass er das organisieren kann. Deswegen würde ich das... Ja, ich brauche auch Brillenputztücher.
verstehe ich, aber ich will schon Eindruck bleiben. Ha, was bitte? Ich will auch nicht, dass Sie mit dem falschen Eindruck bleiben, dass wenn Sie zum Beispiel mit dem Handelsexperte sprechen, dass er wird diese Sachen für Sie machen. Also wir können diese Sachen für Sie nicht machen. Das, was wir für Sie machen können, ist mit einem bestimmten Guthaben, sagen wir mal zum Beispiel 1000 Euro, Sie können dann mit diesem Guthaben handeln, mit dem Handelsexperten zusammen und Profite erwirtschaften. Ja. Das ist das Einzige, was wir für Sie machen können. Und danach mit dieser Profite, Sie können natürlich die Profiten auszahlen, jederzeit zu einer schweizerischen Bank, wenn Sie wollen, ja, ja, zu einer deutschen Bank, wenn Sie wollen. Das ist gar kein Thema. Ja. Aber Ernährungsmittel zu liefern, leider machen wir das nicht. Okay? Und der Handelsvertreter macht das auch nicht? Nee. Warum heißt er denn dann so? Also bei uns heißt der Kaufmann Handelsvertreter. Dann haben Sie eine komische Namenswahl da. Okay, Herr Maulwurf, dann darf ich bitte wissen, haben Sie Interesse, trotzdem am Finanzmarkt zu handeln mit uns und das Konto zu aktivieren? Ja, haben Sie denn, sage ich mal, Aktien von Firmen, die Toilettenpapier herstellen? Da kann man ja bestimmt im Moment riesen Gewinne machen. Kann man, ja, kann man. Ja, aber wie stehen denn da momentan die Aktien? Also so von Weleda oder Kleenex oder so, oder wie die alle heißen. Also da würde ich schon ordentlich Werden Sie alles mit dem Handelsexperte besprechen, Herr Maulwurf. Darf ich bitte wissen, wann können wir, ob Sie Interesse noch haben und wann können wir das Handelskonto von Ihnen aktivieren? In 3 Minuten ist der Tresor offen. Okay. Das ist so eine Zeitschaltuhr, das ist sehr praktisch. Ja, habe ich verstanden, Okay, dann soll ich Sie in 3 Minuten nochmal anrufen oder soll ich Ihnen da bleiben? Ja, das lohnt ja nicht. Ich kann Ihnen ja so lange den Rest von der Liste durchgeben. Dann müssen wir das nachher nicht machen, dann können Sie das Warum brauchen Sie mir den Rest von der Liste geben, wenn ich Ihnen gesagt habe, wir beschäftigen uns nicht mit solchen Sachen? Ja, damit Sie das dem Handelsvertreter weitergeben. Ich habe Ihnen gesagt, er beschäftigt sich auch mit diesen Sachen. Er mag das auch nicht. Also ich sage mal, ich würde ja auch mal unabhängig von dem Investment, würde ich auch eine Kopfprämie dafür bezahlen, wenn der, sag ich mal, noch Desinfektionsmittel auftreiben kann. Das findet man ja auch nirgends mehr. Also ich würde da auch, sagen wir mal, eine ordentliche Summe schon in die Hand nehmen. Also 5 Liter würde ich schon kaufen. Mhm, okay. So, ich werde nochmal Sie anrufen in 5 Minuten, wenn Sie die Karte noch dabei haben. Wir können vielleicht das Konto aktivieren, okay? Ja, wollen Sie das jetzt nicht weiter aufschreiben? Ich muss ja die Bestellung aufgeben. Ja, was haben Sie genau nicht verstanden? Ich weiß nicht, was Sie genau meinen. Also seien Sie bitte ehrlich mit mir und sagen Sie mir, was Sie genau meinen mit dieser Liste. Ich habe Ihnen gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit diesen Sachen. Okay? Ja, ich werde es nochmal langsamer vortragen. 4-lagiges Recycling-Toilettenpapier. Die sind so bescheuert, diese scheiß Betrüger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Ach, Freunde, kommt gut durch die Krisenzeit, meine Freunde.